Hallo und herzlich willkommen auf Toni Auto Gear. Im heutigen Video werde ich euch diese Klappsäge von der Firma Tayami vorstellen. G-SAF 240. Bleibt dran, es geht gleich weiter nach dem Intro. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid im Video. Hier seht ihr noch einmal diese Klappsäge von der Firma Tayami. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. G-SAW 240, made in Japan. Recht kleine, kompakte Säge, Klappsäge. So, die rastet hier ein. Ich hoffe, man kann sie gut sehen. Also finde ich von der Verarbeitung her gut. Wir werden sie nachher mal testen. Wir haben die Verriegelung so wie bei Silky auch. Man kann das jetzt auch so einrasten, dass man dann quasi so sägt. Ich werde sie nachher testen und schauen, ob sie annähernd gut ist wie die Sägen von Silky. Was mir hier gut gefällt, also die klappert überhaupt nicht. Das einzige Sägeblatt ist ein bisschen biegsamer wie bei Silky. Und das Sägeblatt kann rosten. Also wenn ihr das länger nicht benutzen müsst, ist es leicht einfetten. Schau mal so, ist sie okay. Und vielleicht ein Pluspunkt hier bei dieser Klappsäge im Vergleich zu Silky. Hier geht komplett die Zähne in den Griff rein und diese Sicherung, dass es quasi nicht aufgeht, finde ich echt gut. Also das heißt, wenn sie jetzt in der Tasche irgendwo rumstrackt, sollte eigentlich nicht passieren. Im Lieferumfang haben wir keine Tasche, nichts, also wo man quasi diese Säge aufbewahren kann. Das finde ich schade. Also das ist nicht dabei. Die Säge selber echt gut. Die habe ich mir selber gekauft. So, ich mache sie nochmal auf, tue sie nochmal aufklappen. Also kompakte Größe passt sogar, denke ich mal, in Hosentasche rein oder in Seitentaschen und in Rucksack auf jeden Fall. Hier haben wir zwei Enten, die sind meine Assistenten beim Filmen, die sind ganze Zeit hier bei mir. Also die Säge finde ich von der Verarbeitung her recht gut. Ich habe mir mehrere Videos angeschaut, wo diese Säge empfohlen worden ist und deswegen wollte ich sie jetzt mal testen. Bei mir auf dem Kanal kommt oder ist schon gekommen ein Video über die Silky Big Boy 2000, also mit 36 cm langen Sägeblatt mit gröberer Verzahnung. Aber ich muss sagen, die Säge sitzt richtig gut in der Hand. Von der Größe her, denke ich mal, für Buschkraft und so, für zwei, drei Tage, wenn man irgendwo unterwegs ist, echt gut, um vielleicht Feuerholz zu machen oder wenn man sich irgendwas baut. Also echt schön. Verarbeitung, muss ich sagen, also positiv überrascht für das Geld, was die kostet. Glaube ich, die habe ich gezahlt, knappe 30 Euro. Und ein Ersatzblatt habe ich mir geholt, glaube ich, für 10. Also wie gesagt, ich habe mir das selber gekauft, das ist keine Werbung, deswegen werden wir sie jetzt richtig gut testen und schauen, ob sie wirklich was kann. Von der Verarbeitung her, von den Zähnen her, seht ihr hier, also sieht richtig gut aus. Wo ich vielleicht nur Bedenken habe, dass sie so richtig biegsam ist, also deutlich biegsamer wie die Silkys Blätter. Aber von der Verarbeitung her richtig gut und diese Clip gefällt mir auch, vor allem wenn man die Säge jetzt hier einklappt. So. Man kann sie hier quasi aufhängen. Das finde ich gut. Oder irgendwo am Baum oder am Rucksack. Und wenn man sie in den Rucksack trägt, man kann sie dann quasi so einrasten. Dann kann sie nicht aufgehen, dann macht sie halt die Sachen nicht im Rucksack kaputt. Zum Beispiel bei dem Big Boy, okay, die passt glaube ich auch kaum. Oh, doch, die passt auch im Rucksack, da müsst ihr aufpassen, aber da ist so eine Tasche dabei, damit etwas zwischen die Zähne nicht reinkommt, Kleidungsstück oder so. Die Silky schaut dann so raus, dann könnt ihr irgendwas hier reintun und hier bei der nicht. Das finde ich echt gut. Optisch sehr schön und wie gesagt, wir werden sie testen, wie sie sich schlägt, ob sie auch wirklich scharf ist, ob sie zu was taugt, weil für dieses Geld, die kostet ein bisschen mehr wie die Baumarktsägen, aber meine Erwartungen zu dieser Säge sind groß, also sie sollte auf jeden Fall annähernd so gut sein wie die Silky oder fast gleich, aber dennoch deutlich günstiger und deswegen finde ich interessant, sie zu testen.
so nochmal hier aus der Nähe, damit ihr sie seht. Also von der Verarbeitung her kann ich wirklich nichts sagen. Sehr schöne Säge. Ich kann nicht dazu sagen, wie lang sie hält. Also die Silky, dieses Big Boy, habe ich ein Vorgängermodell und die habe ich ein paar Jahre. Nur dieses neue Big Boy gefällt mir deutlich besser mit diesem Mechanismus wie früher mit diesen Verstellschrauben, was weiß ich. Also schau mal, wie sie sich jetzt hier schlägt. Auf jeden Fall Big Boy Top Qualität, aber die sollen auch anscheinend richtig gut sein. Ich werde sie nachher testen und dann werdet ihr das sehen, ob so etwas Bushcraft für Outdoor taugt oder für Garten. Man kann sie auch wirklich im Garten benutzen, um seine Bäume, Äste abzuschneiden, Kleinholz zu machen. Wie gesagt, also für Zelt, für Camper, Van, richtig interessant. Die Größe ist gut und wenn man sie einklappen tut, auch richtig kompakte Größe. Also muss ich sagen, echt gut. Tolle Größe, tolle Preis. Müssen wir nur noch schauen, wie sie sägt. Ob sie auch da toll ist, wenn ja, dann ist sie echt empfehlenswert. So, jetzt würden wir einen Test machen und schauen, wie sich diese von Tiami schlägt. Also recht gut, super. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt besser sehen. Wir machen nochmal einen Schnitt. Also es funktioniert recht gut. Machen wir hier nochmal. Also sie ist sehr scharf. Hier seht ihr den Schnitt, also richtig schön sauber, also klein. Also muss ich sagen, echt, wenn ihr irgendwas damit anfangen wollt, kann man definitiv damit was machen. Sie ist sehr scharf. Probieren wir nochmal. Also ohne Probleme, top. Wirklich scharf, also kein Unterschied zu Silky. Da seht ihr wirklich jetzt die Schnittkanten, wie die aussehen. Also muss ich sagen, echt gut. Probieren wir nochmal eins. Probieren wir eins ein bisschen kleiner. Also ich hoffe, man kann es hier sehen. Also echt tadellos. Funktioniert sehr gut. So, jetzt werden wir versuchen, etwas dickeren Ast abzuschneiden. Also das Holz lag nur rum. Und wir probieren es mal. Also es hat sehr gut funktioniert, wie ihr sehen könnt, funktioniert tadellos. Das Einzige, manchmal verbiegt sich das Blatt, kann man aber wieder verbiegen. Da ist der Unterschied zu Silky, da ist Silky besser. Aber von der Schärfe her, Handhabung her, alles gleich, top. Probieren es nochmal. Also ich tue hier nichts kürzen, das Video dauert ganz normal. Wie lang ich es gemütlich säge. Also habt ihr gesehen, das funktioniert tadellos. Hat jemand von euch so eine Säge? Würde mich interessieren. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr sie besitzt. Wie lange habt ihr sie und seid ihr damit zufrieden? Wie lange bleibt Sägeblatt scharf?
ist euch so ein Blatt mal gebrochen? Ich meine, das kann bei jeder Säge passieren, aber das hier sieht irgendwie, biegt sich recht viel. Aber kann sein, dass es halt nur im Vergleich zu Silke ein bisschen anders ist, aber dass es dennoch robust ist. Von der Verarbeitung her sieht sie, also mir persönlich gefällt sie sehr gut. Aber wie gesagt, schreibt mal eure Erfahrungen, alle, die so eine Säge von Taima haben, wie zufrieden ihr damit seid, wie sind eure Erfahrungen und natürlich an alle, die das Video anschauen, wie hat euch dieses Video gefallen, wie hat euch dieser kleine Test gefallen mit dieser Säge. Denkt ihr, ist so eine Säge nützbar, gut nützlich für Bushcraft, für Outdoor, für Zelten, Campen? Ich selber finde ja. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das seht und wie hat euch diese Säge gefallen und natürlich das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Toni, ciao.